nicht. Ein geheimnisvoller Tag war ihm schon häufig aufgefallen. Er saß allein und malte dunkle Kreise in das Licht. Immer wieder zwei Kreise nebeneinander. Das ist eine Brille, siehst du? Oder sind die beiden Löcher in einer Steckdose? Ich war noch nicht auf der Erde. Ich weiß nicht, was eine Steckdose ist. Zwei Kreise, die zusammengehören. Als ich unten tat war, wurde die geschliffene Linse erfunden. Das Vergrößerungsglas. Ist das was Gutes? Daraus wurden später Brillen gemacht. Die Menschen konnten schärfer sehen. Darüber haben sich viele gefreut. Und mit der Linse konnte man Fotoapparate bauen und Kameras. Dann bist du berühmt. Erste Reihe. Weil es meinen Tag gab, können sich Menschen fotografieren. Sie können mit Fernrohren in den Weltraum sehen. Sie können mit Mikroskopen in die kleinsten Teilchen gucken. Und sie können sich bunte Filme anschauen. Sie können sich auch besser töten. Mit Zielfernrohren, von weit weg. War ich nun ein guter Tag oder war ich ein schlechter Tag? Beides. Zwei Kreise nebeneinander. Und ich? Na, wart's ab. Wie kann ich es machen, dass ich auch was so werde wie die Lage aus der ersten Reihe? Du möchtest so werden wie jemand anders. Endlich war es soweit. Der 23. April sollte beginnen. Schon oft hatte der kleine Tag zugeschaut, wenn sich andere durch ihr Sternenloch bremsen ließen und verschwanden. Und er wusste, dass sie abends wieder wohlbehalten auftauchten. Aber wenn er darüber nachdachte, dass er ganz allein springen musste. Er stand mit klopfendem Herzen vor seinem Sternenloch und schaute hinunter. Puh, war das tief. Sehen konnte er nichts. Unten auf der Erde war noch Nacht. Er schaute durch das Sternenloch ins Dunkel.
Er ließ sich einfach tragen. Leicht wurde er weg. Ganz leicht. Er schwebte. Er badete in der Luft. Und das Fallen ging immer noch weiter.